Hallo! Ja, die Aufgabe, die heutige Aufgabe ist ein Bohrfutter für meinen Drehbank herzustellen. Aha. Und ja, ich habe schon viele Vorfutter für diese. Das passt in die Reitstock meines Drehbankes. Und ja, aber das Nachteil mit dieser ist, dass man kann nicht kleine Bohrer verwenden. Ich meine 1 mm und so. Und dann kann man nicht diese mit Gewinde schneiden, mit Gewindebohrer, die klein sind. Ich glaube 3 mm, es bricht ganz leicht. Und dann hast du ja, Schwierigkeiten. Und für diesen Grund habe ich nun bestimmt, ich habe gedacht, dass ich muss eine Bohrfutter mit welche du kannst mit Hand halten und fühlen diese Operation. Also ich habe hier eine Bohrfutter, welche ist ganz klein, und das ist, ich habe diese auf einen Flohmarkt in Deutschland gekauft. Ich glaube, das war 100 Halle nahe Frankfurt. Und das gibt mich ganz gute Erinnerungen davon. Und dann habe ich hier, das ist eine Dinge. Du kannst diese Bohrfutter hier, das passt gut hier. Ja, oh. Und dann diese ist Morse 2 Kegel. Und ich verwende diese Kegel nicht. Ich habe keinen Bedarf für diese Kegel. So, ich drehe diese so, dass es gibt eine genaue Stange hier. Ja. Und dann drehe ich eine Morse 3 Kegel, welche diese Stange passt hinein. Und dann kann ich diese Morse 3 Kegel in meine Reitstock, in meine Drehbank setzen. Es passt da. Und dann kann ich dieses rutschen, diese, so dass es, man kann diese halten hier in die Rändelungen und dann es rutscht da. Und es gibt einige, ob ich fühle, dass das nicht gut, so lasse ich es drehen, frei drehen. Und dann alles ist gut. Ja, und diese ist nicht eine mit automatischen Dingen, sonst man muss einen Schlüssel verwenden. Und das ist gut, weil wenn man muss zum Beispiel diese Gewindebohrer weg drehen, so dann, das ist sehr gut, dass es hat keine, also es ist gut gezicht, so dass es kommt nicht los, wann das passiert. Also diese automatische, welche, das ist unmöglich, Gewinde zurücknehmen mit diese, weil sie bekommt locker. Also, dann anfangen wir mit diesem Morse 3 Kegel. Und ja, los geht's! Das Material für den Morse 3 Kegel ist eine runde Weichstahlstange mit einem Durchmesser von 25 mm. Zuerst muss ich von dieser Stange ein passendes Werkstück abschneiden.
Zum Schneiden verwende ich mein selbstgebautes Trennwerkzeug, das mir ohne große Überraschungen gute Dienste geleistet hat. Dieses Werkzeug hat einen integrierten Tank und eine Pumpe für Schneidöl. Ich fülle den Tank mit etwas Schneidöl. Beim Betrieb der Pumpe spritzt das Schneidöl direkt in die Schneidnut, wo es benötigt wird. Der hier verwendete Trennklingehalter hat ein Loch für Kühlmittel. Ich nutze dieses Loch zur Abgabe von Schneidöl. Ja. Die eigentliche Trennklinge steht auf dem Kopf. Dadurch wird der Abschnittprozess zu einem Traum, der kein Albtraum ist. Früher hatte ich Angst vor der Verwendung einer Trennklinge. Ich habe mehrere Trennklingen zerbrochen und einen chinesischen Klingenhalter, der irreparabel verbogen war. Hoffentlich werde ich dabei nicht übermütig, denn das wird früher oder später an einer Katastrophe enden. Da die Trennklinge da die Trennklinge auf dem Kopf steht, muss die Drehmaschine gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden. Die Spindel dreht etwa 500 Umdrehungen pro Minute. Es könnte schneller gedreht werden, aber in der Spindel befindet sich eine lange Stahlstange, die etwa 1 Meter von der Rückseite der Maschine entfernt ist. Wenn das anfängt zu vibrieren, bekomme ich mehr Probleme, als ich bewältigen kann. Also lasse ich es langsam laufen, um die Stahlstange bei Laune zu halten. Zunächst verwende ich den Kraftvorschub mit einer Vorschubgeschwindigkeit von 0,078 mm pro Umdrehung. Ich beschleunige es ein wenig, da der Schnittdurchmesser klein ist und die Schnittgeschwindigkeit daher niedrig ist. Den Rest schneide ich mit manuellem Vorschub ab, damit ich spüren kann, wann es sich löst. Werkzeug wird nun ohne große Dramatik abgetrennt. Da ich nun über ein Werkstück in geeigneter Größe habe, könnte ich das Drehfutter auf ein ER40 Spannzangefutter umstellen. Dies ist ein Werkzeug, das ich selbst hergestellt habe und das einen relativ geringen Rundlauffehler aufweist. Ich habe auch den Messuhrhalter angefertigt. Dieser ist mechanisch am Oberschlitten befestigt, so dass keine Magnete vorhanden sind, die unwünschte Späne ansammeln und meine Messung stören könnten. Also, wie viel Rundlauffehler gibt es? Lass uns messen und sehen.
über die Länge des Werkstücks scheint ein maximaler Rundlauffehler von 200 mm zu bestehen. Ja, das kann ich akzeptieren. Gut. Meine Absicht hier ist, ein gerades Loch durch das gesamte Werkstück zu bohren. Ich beginne mit einem Zentrierbohrer, mit dem ich eine Startmulde für den nächsten Bohrer bohre. Dies ist ein 8,5 mm Spiralbohrer. Offensichtlich kann ich damit nicht das gesamte Loch bohren. Ich nutze es, um ein gutes Startloch für den nächsten Bohrer zu bohren. Der Rest des Lochs wird mit diesem Parabol-Spiralbohrer gebohrt. Was ist also der Unterschied zwischen einem Parabolbohrer und einem normalen Spiralbohrer? Wie Sie auf dem Bild sehen können, hat der Parabolbohrer eine viel engere Spirale als der normale Spiralbohrer. Die Bohrnuten des Parabolbohrers sind für die Spanabfuhr optimiert. Ihre Form ist parabolisch und daher wird dieser Bohrer als Parabolbohrer bezeichnet. Ich ziehe den Bohrer häufig auf dem Loch, obwohl dies bei diesem Bohrer nicht für die Spanabfuhr erforderlich ist. Ich ziehe den Bohrer heraus, um etwas Schneidöl in das Loch zu bekommen. Das Loch wird 200 mm tief sein, was mehr als dem 20-fachen der Bohrergröße entspricht. Dies wird als tiefes Loch klassifiziert. Da bin ich mir ziemlich sicher, da im Allgemeinen ein Loch mit einem Verhältnis von Tiefe zu Durchmesser von mehr als 10 zu 1 als tiefes Loch betrachtet wird. Gibt es keine Überraschungen. Das Loch ist nun komplett durch das Werkstück gebohrt. Ich habe jetzt ein gerades Loch durch das Werkstück gebohrt. Es kann jedoch sein, dass es nicht exakt parallel zum Werkstück verläuft. Bohrer haben die Tendenz, die Richtung beizubehalten, in die sie ursprünglich zeigten. Dies bedeutet, dass sich das Austrittsloch, das sich jetzt im Spanfutter befindet, möglicherweise nicht in der Mitte des Werkstücks befindet. Ich werde dieses Loch jetzt so weit wie möglich auf einem genauen Durchmesser von 12 mm bohren und reiben. An dieser Stelle ist es egal, ob es etwas schief ist. Es kann später bereinigt werden. Ich verwende diesen 13 mm Stummelbohrer, um einen guten Ausgangspunkt für den nächsten Bohrer zu schaffen.
ich mache nur eine flache Absägung, die Nestenbohrer an der richtigen Position halten soll. Dies ist ein normaler 11,6 mm Spiralbohrer. Ich verwende es, um das Loch zu vergrößern, damit die Bohrreibale ein gutes Loch zum Bohren hat. Ich bohre so tief wie möglich in das Loch. Dies ist eine 11,75 mm Bohrreibale. Es bohrt das Loch gerade und rund. Der endgültige Durchmesser wird durch die Verwendung dieser 12H7 Reibale erreicht. Danach ist das Loch gerade, genau und rund. Es ist jedoch höchst wahrscheinlich nicht parallel zum Werkstück. Ich mache eine Abschrägung am Loch, damit ich es mit einer rotierenden Körnerspitze abstützen kann. Ich drehe die Außenfläche dieses Endes des Werkstücks, um eine gute Oberfläche zu erhalten, damit es in der Spannzange befestigen kann. Jetzt ist das Loch im Spanfutter konzentrisch zum Werkstück. Das andere Ende, das ursprüngliche Austrittsloch hat, ist nicht konzentrisch. Jetzt werde ich das Loch mit der rotierenden Körnerspitze abstützen, sodass das Loch gerade zwischen dem Spanfutter und der rotierenden Körnerspitze liegt. Jetzt drehe ich auch die Außenfläche dieses Endes, sodass es konzentrisch zum Austrittsloch wird.
ich drehe das Werkzeug und jetzt sollte das Loch gerade sitzen. Ich drehe den Außendurchmesser auf 24,5 mm, was zum größeren Durchmesser des Morse 3 Gegels wird. Ich drehe das Werkstück noch einmal, damit ich das kleine Ende des Morse 3 Gegels drehen kann. Ich werde den Morse 3 Gegel mit Hilfe des Oberschlittens drehen. Bevor ich mit dem Drehen des Kegels beginnen kann, muss ich den Winkel des Oberschlittens anpassen. Jim, der den YouTube-Kanal Tangent Jim betreibt, hat mir ein Gerät gespendet, mit dem ich den Oberschlitten auf den richtigen Winkel einstellen kann. Danke, Jim. Heute ist der Tag, an dem ich dieses Tool verwenden werde. In der Videobeschreibung gibt es einen Link zum Jims YouTube-Kanal. Hier befindet sich das Werkzeug in seiner Aufbewahrungsbox. Bei diesem Werkzeug handelt es sich um eine einfache Sinustab, die zur Verwendung auf dem Oberschlitten der Drehmaschine entwickelt wurde. Das Werkzeug wurde mit laminierten Platten geliefert, die über einige der häufigsten Maschinengegel mit den zugehörigen Blockhöhen für die Verwendung mit der Sinustab verfügen. Dieses Mal interessiert mich die Tabelle mit den Abmessungen für die Morse 3 Gegel. Da es sich um eine amerikanische Erfindung handelt, sind alle Maße in Zoll angegeben. Das bedeutet, dass alle Zahlen mit 25,4 multipliziert werden müssen, um sie in Millimeter umzurechnen. Da es sich um die 4 Zoll Variante des Werkzeugs handelt, beträgt die korrekte Blockhöhe 0,1035 Zoll, was etwa 2,55 mm entspricht. Dies ist die Einstellung, um den richtigen Winkel des Oberschlittens einzustellen. Es gibt diese 10 mm hohe Parallele, die benötigt wird, weil ich keinen 2,55 mm hohen Block habe. Diese verstellbare Parallele habe ich mit einem Mikrometer auf eine exakte Höhe von 12,55 mm eingestellt.
Hier kommt es auf den Höhenunterschied an, nicht auf die absolute Höhe. Jetzt plasiere ich einfach die verstellbare Parallele unter dem anderen Bein des Werkzeugs und wir können mit der Einstellung des Oberschlittens anfangen. Die Messur wird mit einem Bohrfutter und einer 16 mm Stahlstange am Reitstock befestigt. Ich beginne den Einstellvorgang, indem ich den Drehpunkt des Oberschlittens finde. Dies ist der Punkt, an dem sich die Nadel der Messur am wenigsten bewegt, wenn ich den Oberschlitten drehe. Als nächstes stelle ich den Winkel des Oberschlittens auf etwa 1,5 Grad ein, was der Verjüngung für Morse 3 entspricht. Danach setze ich die Messur mit dem Kreuzschlitten auf 0 und bewege dann den Hauptschlitten so, dass sich die Spitze der Messuhr in der Nähe des anderen Stifts des Werkzeugs befindet. Ich klopfe mit meinem Messingklopfer auf den Oberschlitten, um die Nadel der Messuhr wieder auf Null zu bringen. Da ich in der Nähe des Drehpunkts des Oberschlittens begonnen habe, würde diese Anpassung in einem Durchgang abgeschlossen. Jetzt beginnt das Hauptereignis, nämlich das Drehen eines Morse 3 Gegels. Zuerst verriegele ich den Hauptschlitten an einer geeigneten Stelle. Es ist verriegelt, damit ich es nicht versehentlich bewege. Die Schneidklinge, die ich verwende, hat eine sehr geringe Schnittkraft, sodass das Herausragen des Werkstücks keinen Einfluss auf den resultierenden Gegel hat. Die Spindel dreht sich mit etwa 1200 Umdrehungen pro Minute und ich werde den Vorschub manuell über den Oberschlitten vornehmen. Ich schale pro Durchgang 0,25 Schichten vom Durchmesser ab.
Ich verwende diesen Morse 5 zu Morse 3 Adapter, um meinen Fortschritt mit dem Kegel zu überprüfen. Jetzt ist der Morse 3 Kegel fertig und passt gut. Ja, dies ist der letzte Schritt dieses Werkzeugs. Ja. Also, wir müssen einen Konus drehen, noch einmal. Also, hier ist die Bohrfutter, für welche ich verwende mit diesen. Und hier gibt es einen Konus. Und das ist B10. Es handelt sich um einen Konus, welche ist, ich glaube, das ist die kleine Ende des Morse 1 Kegels. Ich muss meine Oberschlitten noch mit einem Winkel auf Morse 1 stellen. Ja, ganz einfach. So, Sie haben diese Operation noch, ich glaube, Sie haben das gesehen, aber ich denke, es gibt einige Dinge, die nicht klar waren. Oh, Pers. Ich hatte meinen diese Werkzeugsbewahrungsbox droppt an Boden. Also, hier habe ich noch einmal dieses einstellbares Parallel, welche ist eingestellt nach 12,53 mm. Also nicht 55, sonst 53. Ach. Jeden Fall, es ist da. Also nun will ich diese einstellen und diese Tropfen. Ich will diese so weit wie möglich hier
ställen. Suche die Centerlinie med meine Crosslitens. Så dass ich kan diese in Drehpunkt diese Messuhr setzen. Das ist wichtig, diese Drehpunkt-Dinge. Weil ob sie setzen es in einen anderen Stelle zu Anfang diese Einstellung. So dann du musst vielen Iterationen laufen. Und das ist nicht gut. Also, lass uns diese Messgerät hier irgendwo stellen. Das ist nicht. Ich glaub da. Oh, gerne. Okay. Da. Ob ich kann es da festigen. Okay. Ja, gut. Und dann diese. Ach, nun soll ich da, okay. Das Drehpunkt kann man identifizieren, wann man diese dreht. Man muss es locker machen. Wann es dreht, so. Wahrscheinlich, diese ist nicht das Drehpunkt. Wann sie deine Hauptschlitten bewegt und wann es in korrekte Platz ist, so die Bewegung des Nadels hier ist minimal. Nicht, es bewegt sich ein wenig, aber nicht viel. Also ein bisschen mehr. Okay, da ist es. Und nun sehe ich, dass diese ist einstellt irgendwo nahe 1,5 Grad. Und dann nullstelle ich meine Messuhr mit Kreuzschlitten. Da. Okay, und dann nehme ich meine Klopfer. Diese. Und dann klopfen wir. Also zuerst gehe ich an den anderen Ende des. Was? Ich möchte Ihnen zeigen, wie leicht diese ist, aber es sollte nicht so pass leicht sein. Ist das? Das ist so. Ja, das ist da. Okay, ich mache es so, dass es ist nicht in seinem Platz. So. Das war, ja, ich hatte Glück. So, nun passe ich diese an 1,5 mm irgendwo und dann gehe hier. Okay. Nun haben wir das Zeiger ist. Und dann möchten wir es klopfen, so dass es kommt zurück zu Null hier. So. Und dann ein bisschen fest dies. Und dann, als Sie sehen kann, es ist in einen Durchgang. Es bekommt fertig. Oh ja, hatte ich an dieser Stelle gestartet, diese Nullstellt hier, so hatte ich viele Probleme in jedem Platz hier. Also, jetzt ist diese in Morse 1 Winkel. Und nächstes soll ich
ein bisschen Material sägen mit Bügelsäg. So, ich habe hier diese Material. Und das ist eine 12 mm in Durchmesser Weichstahlstange. Und ich habe es in gewöhnlichen Länge geschnitten. Also, zuerst planrehe ich diese Ende, welche ist Sieb. Und diese Spindel dreht sich um 1200 Umdrehungen pro Minute und ich vorschube diese manuell. Ja, das war ganz schnell. Und dann anfangen wir mit dieser Verjüngung. Wie ist das? Das Oberflächequalität ist sehr, sehr schrecklich. Ja, ich glaube, ich soll eine andere Typ von. Das ist möglicherweise ein bisschen besser. Ich soll es probieren hier. Wie weit es geht da? Aha. Das ist sonst ganz fertig. Und ich kann sehen hier, wie es. Ja. Also ein sehr kleines bisschen mehr und dann das ist das. Das ist das dann. Ja. Jetzt ist es sehr schön. Und diese passt gut, oder? Ja. Gut. Oh. Ja. Okay. Ein bisschen. Und dann diese Bärzunge. Ich glaube, diese Teil ist fertig. Ich Und das ist alles. Das ist nur diese Dinge. Und dann es geht hier. Ja. Und dann haben wir eine Dinge hier. Hier ist das Morse Dreigegel. Und es geht da. Es sollte. Ja. Gut. So. So, das gleitet sehr gut hier. Ich habe hier eine Schraube, welche hat ein Loch. Und warum hat es ein Loch? Und diese hier ist die Ursache. Das, wann es hat Schmierung, so dann es ist, es kann pneumatisch bekommen. Und das ist nicht gut. Und ja. Und der nächste Schritt ist diese hier befestigen, so dass es sitzt da und kommt nicht weg. Ist das schwierig? Nein, das ist nicht schwierig. Das schwierigste Ding hier ist es rausnehmen, wann es muss so sein.
Hier habe ich eine Stahlplatte und nun kloppe ich es einfach hier. Und es ist kommt nicht los. Da ist es. Ah, wir haben hier eine sehr schönes. Ja. Wow. Soll ich es probieren? Ja, aber jawohl, natürlich. Aber zuerst soll ich ein bisschen Molybdän oder nein. Just Öl. Nur Öl hier. Ein bisschen Öl und dann das ist das. Blup. Und hatte es nicht diesen Loch dahinter. So, nun sollte es sehr pneumatisch bekommen. Ja. Aha. Und es ist ein bisschen pneumatisch so. Ja. Und das ist eine neue Bohrersorte. Das ist ein bisschen schief. Aha. Lass uns sehen, wie es geht. Das ist ein bisschen schief. Ich glaube, unser Loch da drin ist nicht gerade. Also hier. Also mit einer Feile. Eine. Dann weiß ich die beste Richtung hier. Weil es ist ein bisschen schief. Schief. Ja. Okay, mal sehen. Aha. Was uns eine kleinere Bohrer nehmen. Das ist also 2,2 mm und das ist nicht richtig klein. Das ist unter 1 mm. Ich weiß nicht, wie klein es wirklich ist. Und diese ist ein Hartmetallbohrer. Das meint, dass es spricht ganz leicht. So. Aha. Lass uns sehen, was passiert hier. Es ist sehr schön. Also, das ist die Ende dieses Episodes und ich glaube, ich wünsche Ihnen einen guten Easter Holidays. Also, tschüss!